Willkommen zurück bei Let's Play 4 Extraction Point. Wir haben hier diesen schrecklichen Schrei der Frau gehört. Und ich habe in der Aufnahme eben nochmal gesehen, das war glaube ich Jin Sun Quan, die hier rumgelaufen ist. Und ich dachte eigentlich, das wäre dieser Raum. Alles sehr asiatisch angehaucht. Und ich glaube immer noch nicht, dass wir im Krankenhaus sind, ehrlich gesagt, obwohl sie ja eigentlich dahin wollte, aber so sieht doch kein Krankenhaus aus. Wir sind, denke ich mal, eine Art Bürogebäude. Aber was ich auch nicht verstehe, in 4 hieß es doch, die Stadt ist verseucht und relativ doll verlassen. Warum ziehen die hier dann so ein neues Gebäude hoch oder sind wir ein Ort weiter oder sowas? Fragen über Fragen. Da muss ich mich selber wahrscheinlich noch belesen. Okay, ich will da eigentlich gar nicht lang. Das Bild hängt schief. Und Blutspuren. Ob hier wieder diese komischen Wesen zugeschlagen haben? Irgendwer liegt da. Toll. Was für ein komisches Ding ist das? Oh Mann, okay. Da liegt sie und wir kamen nur ein paar Sekunden zu spät. Verdammt. Die Lichtquelle müsste eigentlich von hier kommen. Der Schatten wird noch da geworfen. Aber was soll das sein? Ah, da eine kleine Kamera. Okay. Und alle, die wir jetzt irgendwie durch die Story kennen, scheinen zu sterben. Außer Fatty McFatfat. Der dürfte noch irgendwo der hier rumrennen, der Fettlops. Okay, entweder bekommen wir es gleich wieder mit Geisterwesen zu tun. Oder mit normalen Gegnern. Anders kann ich mir... Ist gut jetzt. Anders kann ich mir jetzt, Ey, da geht mir nicht auf den Sinkel. Die Waffen... alles klar. Wo ist der Rest? Da oben. Und Nummer 3 erledigt. Da kommen wir wieder nicht hin. So eine Verschwendung von den Etagen, ey. Nur immer 2 Türen. Was war das? Oh oh, keine Muni mehr. Doch die Fußschritte gehört.
Ach, da oben. Was? Oh, oh. Wusste mich nicht. Ich hoffe, das waren jetzt alle. Und hier haben wir wieder ein Ehrgespräch. Hi Süße, ich wollte mich nur mal melden. Die Explosion kam in den Nachrichten. Überall und ich wollte wissen, ob es dir gut geht. Die Süße, also. Toll, wir haben ja kommen noch Kevlar. Hat uns wahrscheinlich der Lasermann und das Gewehr eben schon zugesetzt. Okay, wir haben kaum noch Munition für das Scheißding. Stattdessen können wir ein bisschen Sniper-Muni einsammeln. Sehr schön. Oh oh. Sieht sehr schick aus. Kommt der jetzt wieder? Hört sich so an, als ob er irgendwie auf dem Dach gelandet wäre. Ne, jetzt ist das Geräusch weg. Und überall so viel Licht an, ey, das geht doch gar nicht. Bösartigkeit. Situation, Sie haben das Auburn Maple Memorial Hospital erreicht. Oh mein Gott, Sprachfehler. Allein, Shin Son Kwon ist tot. Seit geraumer Zeit gab es keinen Kontakt mehr zu SSEGD-Einheiten. Der Status des Evakuierungspunktes ist nicht bekannt. Schauen Sie sich im Krankenhaus mit äußerster Vorsicht um und suchen Sie den Landeplatzaufzug, der aufs Dach des Krankenhauses führt. Mission, suchen Sie den Landeplatzaufzug und fahren Sie mit ihm zum Evakuierungspunkt auf das Dach des Krankenhauses. Jetzt sind wir also im Krankenhaus, oder was? Und das Bürogebäude, na klar, die Tür ist auf einmal zu, hat einen direkten Anschluss zu dem Krankenhaus? Finden Sie den Landeplatzaufzug. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns jetzt dem Ende nähern, weil ein Add-on ist in der Regel nicht so groß. Und das war ja an sich die ganze... Oh, ich dachte schon, da steht jemand. Das war ja an sich die ganze Zeit unser Ziel hier, das Krankenhaus. Was war das für ein Geräusch? Okay, irgendwas war da hinten wieder. Und es ist immer noch 14:45. Und wir brauchen immer noch Kevlar. Offen. Hier fand wohl eine Chips. Also wenn hier Chips rumliegen,
ist es entweder ein Hinweis darauf, dass Fetty hier gestorben ist. Das könnte es sogar sein, dass er sich irgendwie hier so rübergelehnt hat und Blut verloren hat und dabei ist auch seine Chipspackung da liegen geblieben. Was haben wir hier? Nochmal die komischen Cornflakes mit einem sehr bösen Gesicht. Patient 25J 42F. Was ist denn das für eine Rangfolge bitte hier? Und hier sind dann natürlich auch gleich die Krankenakten, damit jeder dahergelaufene sich die angucken kann oder was? Datenschutz wird hier nicht so groß geschrieben. War die Tür eben schon offen? So, Inna ist also wieder hier. Oh nein, die sägt doch wieder so spät erst. Ich dachte, die Scheiße hätten wir hinter uns. Wow, ein Klo bei den Ladies. Klar, und die Männer müssen sich hier wieder zu dritt drin quetschen. Bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das überhaupt so eine Unsichtbarkeitsgegner sind. Das dürfte hier ein Warteraum sein oder ein Gemeinschaftsraum, eins von beiden. Steht da jemand? Ich nehme mal an, die sind hier unten. Du bist ja gut. Scheiße, ich nicht. Mal hochzimmern. Gott, jetzt haben wir ja keinen Kevlar mehr. Welch freudige Überraschung. So, die haben mir die normalen Gewehre. Die nehme ich jetzt mal nicht mit. Nichts zu sehen. Hier dürfte es das Antibiotikum geben, glaube ich. Oder hier wird das Ganze untersucht, sieht eher danach aus. Ich konnte das Wort nicht wirklich übersetzen. Irgendwas mit Pharma. Da in den Linie laufen? Ja, da hinten ist einer. Aber scheinbar drehen die nur ihre normalen Runden da gerade.
dann können wir hier wieder ein Folgenpäuschen machen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.